Ja, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Dankeschön, dass du da bist. Wir zocken heute mal ein brandneues Spiel einfach. Ist noch gar nicht so lange auf dem Markt. Ist am 7.6. erst released worden. Also knapp 2 Wochen alter Spiel. Und Code S44 heißt das Spiel. Ist ein kleines Indie-Game-Spiel. Und ich dachte mir, Mensch, teile ich es einfach mit euch einfach mal. Zeig euch mal, wie das so ist. Wir drücken hier auf mal Play. Wir spielen so eine kleine Roboterspinne und fangen einfach mal an. Das Spiel ist leider noch in der Early Access Version. Das kann dadurch auch noch ein bisschen mal zu Verzögerungen kommen oder etwas längere Ladezeiten. Da geht's schon weiter. Hat er gar nicht so lange gedauert. Genau, es muss erstmal ein bisschen laden. Oh, doch jetzt ziemlich schnell. Okay, mit WASD können wir uns bewegen. Ja, wie gesagt, wir spielen so eine kleine Roboterspinne, so einen kleinen Spider-Bot und müssen, ja, Abenteuer bestehen. Und unsere Hauptaufgabe ist, wir müssen unseren Freund retten. Der ist wohl in einer Stadt irgendwie gefangen genommen worden und wir müssen jetzt ihn irgendwie retten. Okay. Und da vorne ist eine Taube. Okay. Okay. Okay, okay. Was war das? Okay. Dann sind wir schon mal den Tunnel durchgelaufen. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, wie gesagt, ist ein kleines Indie-Game-Spiel von einem russischen Entwicklerteam. Studio Bot, Little Studio Bot heißt das. Und ist wohl ziemlich neu auf dem Markt irgendwie. Und das ist ihr erstes Spiel, was sie entwickelt haben. Und deswegen auch, bin ich auch echt gespannt, wie das Spiel ist. Wie gesagt, lädt ein bisschen länger. Wie gesagt, es ist Early Access. Deswegen kann das auch ein bisschen länger dauern. Aber soll uns ja nicht abhalten, einfach den Spielspaß zu haben. Und ich bin gespannt, wie das ist. Okay. Sieht ja schon sehr interessant aus. Also leichten Comic-Style hat das. Okay, was können wir hier so machen? Wir haben eine Kamera und einen Zoom. Wow. Das ging schnell. Okay, wir müssen die rechte Maustaste gedrückt halten, um mit der Kamera zu bewegen. Und, mit dem Mausrad können wir reinzoomen. Da ist unsere kleine Roboterspinne. Oh, die sieht ja süß aus, ne? Mit kleinen Kulleraugen hier. Okay. Die ist knuffig. Hat so eine kleine Antenne drauf. Noch eine kleine Antenne. Die ist doch süß. Haben sie gut gemacht. Also die Spinne sieht echt super aus, die kleine Watch-Spider hier. Bin immer gespannt, wie das Spiel jetzt ist, was also unsere Aufgaben sind. Wie gesagt, wir müssen unseren Freund retten. Der ist irgendwie in Bottom City, glaube ich. Irgendwo. Blue City. Ah ja, genau. Bot City. Da ist der unser Freund. Wir müssen, wie gesagt, unseren Freund retten und müssen jetzt kleine Aufgaben erfüllen, beziehungsweise unseren Weg freischalten. Das habe ich schon so ein bisschen rausgefunden gehabt und dann wollen wir den Mann mal ein bisschen loslegen, gucken. Okay, wir können mit der Spinne überall hinlaufen, also einmal hier so rum. Wir fallen auch nicht runter. Das ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Und wir dürfen uns nicht sehen lassen. Das habe ich auch schon herausgefunden. Wir haben hier so überall so kleine andere Roboter. Da oben ist so ein Roboter. Da hinten ist so ein Roboter. Da unten sind auch 2 Roboter. Und die dürfen uns nicht sehen. Sonst werden wir auch gefangen genommen. Also müssen wir ein bisschen aufpassen, wie wir laufen. Wir können uns dann auch überall so ein bisschen verstecken. Wie gesagt, ist ein kleines Abenteuerspiel.
Und ja, dachte ich mir, das zockst du einfach mal. Okay, der hat jetzt die Brücke aktiviert. Wo müssen wir hin? Ach, da oben müssen wir hin. Okay, wie kommen wir da am besten hin? Aber wir können hier so längs laufen. Das Gute ist einfach, wie gesagt, das Spiel ist kostenlos. Man kann sich das runterladen und einfach zocken, einfach ein bisschen Spaß haben. Einfach hier mit der kleinen Spider-Bot hier, kleinen Spidey hier, einfach loslegen. Jetzt da. Okay, E. Okay. Ah, da haben wir die Brücke aktiviert. Okay. Ja, wie gesagt, da müssen wir so kleine Aufgaben immer erfüllen, um den Weg freizuschalten. Ist ja doch ziemlich interessant. Und die Grafik gefällt mir einfach. Also die Spinne gefällt mir echt mega. Die sieht echt super aus. Haben sie gut designt, finde ich. Und der ganze Look hier, wie gesagt, ist ein bisschen der Comic, ein bisschen Retro, würde ich sagen. Ich bin jetzt darüber. Da vorne haben wir so einen Roboter. Oh, was habe ich jetzt hier? Ah, ein Checkpoint. Ach, das ist ein Checkpoint. Okay. Gut, gut zu wissen. So. Wo müssen wir jetzt hin? Wir haben da vorne Tauben. Da haben wir dann noch einen anderen Roboter da unten. Auch noch zwei. Die Frage ist nur, wo müssen wir jetzt hin? Wie gesagt, bei der Kamera muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, um die erstmal zu steuern. Man kann auch ein bisschen durch die Wände gucken. Sieht auch ganz gut aus. Okay. Können wir an den ein bisschen vorbeilaufen da? Okay. Ach, da oben müssen wir hin. Okay. Okay. Da oben müssen wir hin. Wie kommen wir da am besten hin? Okay, ist das hier? Ist das da vorne? Was ist das da vorne? Was ist das hier? Moment. Ich muss noch kurz mal hochgehen. Ah, das ist auch wieder so eine Brücke hier vorne. Okay, dann müssen wir den Knopf finden. Dann müssen wir den Knopf finden, so wie eben. Haben wir hier auch so einen Knopf gefunden. Und die Brücke hier. Vorne die hier zu aktivieren. Also müssen wir die da auch irgendwie aktivieren. Dann müssen wir noch den zweiten Knopf finden. Okay. Dann müssen wir jetzt erstmal den zweiten Knopf suchen. Wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr auch gerne so kleine Abenteuerspiele spielt oder eher nicht so. Also ab und zu mal so ein kleines Abenteuer ist doch ganz nett einfach. Oder? Mann, guter Bein. Oh, hat er uns gesehen? Hat er tut jetzt uns gesehen hier, der Roboter? Okay, da können wir an den ja vor. So, kann sein, dass er uns gesehen hat? Ich weiß das nicht. Sind wir überhaupt hier richtig? Wie gesagt, bei der Kamera ist das ein bisschen tricky einfach. Also von da kommt man gar nicht rüber. Okay. Links. So, können wir ein bisschen. Okay. Ich möchte jetzt noch. So ein bisschen mit der Kamera zu spielen ist doch ein bisschen schwierig. Da ist auch noch ein Roboter. Was macht er? Versteckt er sich da? Oder? Das sieht so aus, aber es versteckt. Er versteckt sich da irgendwo. Okay. Okay, wir sind jetzt hier bei der Brücke. Okay. Da ist auch noch ein Checkpoint. Okay. Ach, da ist der Knopf. Da müssen wir hin. Super, da haben wir den Knopf gefunden.
redet er denn hier? Redet hier einer? Ach so. Okay. Okay. Können wir drauf klettern? Ja, super, da haben wir die Brücke jetzt aktiviert. Dann können wir da rüber. Super. Super. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie gesagt, ob ihr das auch gerne mal spielen würdet. Okay, jetzt ist er eben abgehauen und da reingelaufen. Ist er kaputt. Okay. Also dürfen wir die roten Strahlen hier... Was ist das? Laser? Oder was ist das? Und die dürfen wir nicht berühren. Okay. Okay. Kommen wir hier irgendwo längs? Ach, hier können wir längs laufen. Wir können hier auch an der Seite längs laufen. Ja, ob ihr es auch gerne mal spielen würdet. Ich würde natürlich auch alle Informationen in die Infobox schreiben. Und wie gesagt, ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt auch mal Bock habt, das mal zu spielen. Ja, cool. Wir haben das jetzt geschafft. Okay. Okay, 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 okay. Haben wir? Ah, okay, wir haben so ein kleines Taxi bekommen hier. Ja, ich sag, schreibt gerne mal in den Kommentaren, ob ihr vielleicht auch mehr sehen wollt davon oder ob ihr es auch gerne mal spielen wollt. Ich werde natürlich auch alle Informationen in die Infobox natürlich schreiben. Wie gesagt, ist es ein Early Access Spiel. Man kann leider noch nicht viele Dinge machen. Nur Start und Stopp im Prinzip. Es wird natürlich immer wieder verbessert. Und es wird auch noch eine deutsche Übersetzung geben. Das Spiel ist zurzeit nur auf Englisch. Aber denk mal, das sollte uns ja nicht aufhalten. Denk mal, das kriegen wir auch alle hin. Und ja, wie gesagt, dann bedanke ich mich erstmal, dass ihr wieder dabei wart. Gebt doch dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr das hier nächste Mal verpasst. Würde mich auch freuen und mich auch unterstützen. Und dann bedanke ich mich erstmal und sag erstmal auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du hast noch nicht abonniert, aber los jetzt!